Der Tessiner Chor Chorales hat am letzten Mittwoch die Ausstellung von Jürg Stamm im Anaxe-Gebäude in der Kollektion Hermann Alexander Beyeler in Brattelen eröffnet. Die musikalische Verbindung zum Tessin ist nicht Zufall, denn Jürg Stamm ist Chefarzt und Gynäkologe am Caritas-Spital in Locarno. In der Altstadt von Locarno gibt es Bäckerei und das angeschlossene Café Marnin, einen bekannten und stark frequentierten Treffpunkt. Das ist auch das häufige Betätigungsfeld von Jürg Stamm. Er beobachtet Menschen in seiner Umgebung und mit lockerem, lebendigem Strich hält er ihre Porträts in einem Notizblock fest. Dabei spielt die authentische Nachbildung weniger eine Rolle als der persönliche Eindruck von einem Künstler und Arzt. Die intensive Suche nach Ausdruck widerspiegelt sich in vielen Bildern in der mehrmaligen Darstellung von einer Person. Schließlich werden die Bilder mit dem dunklen Kaffee vom Restaurant koloriert. Und in dem Kaffee gehe ich ja, bevor ich anfange zu arbeiten. Und das Zeichnen, das ist einfach etwas, was ich immer gemacht habe. Und dann tue ich einfach die Leute, so wie ich meine Eindrücke habe von diesen Leuten, tue ich es einfach zeichnen, oder? Und das ist ein junges Mädchen, ich weiß schon, wer es ist, aber ich will es jetzt nicht unbedingt sagen. Und das sind einfach Leute, die können die Zeitung lesen, oder? Ich lese eigentlich keine Zeitungen mehr und ich tue einfach nur noch zeichnen. Jeden Samstag am Morgen um 7 Uhr bin ich im Café Marnin in Locarno. Das ist Piazza San Antonio. Und dort treffen sich Künstler, Lehrer, Geschäftsleute. Da kann der Maler dort sein, der Baumaler. Und da wird philosophiert. Und dort habe ich den Künstler kennengelernt, Herr Stamm, weil er mich hat porträtiert. Und aus dem Ganzen ist nachher das Buch geworden. Ich habe mich darum gekümmert, dass er eine Ausstellung machen kann in Luzern, im Kunst- und Kulturzentrum und jetzt hier in Basel. Für mich ist er ein Phänomen. Er ist Gynäkologe und Künstler. Jetzt kann man sagen, sind beide Berufe Kunstberufe. Das kann man wirklich mit unterstreichen. Das Buch ist in der Ausstellung erhältlich. Da wird ein Exemplar gerade vom Künstler signiert. Neben den Zeichnungen zeigt die Ausstellung noch eine ganz andere Seite von der künstlerischen Betätigung von Jürg Stamm. Die findet nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern in seinem Atelier daheim. Es sind grosse, ausdrucksstarke Bilder in kräftigen Farben, in denen flüchtige Augenblicke und momentane Eindrücke festgehalten werden. Am Schluss fragt man sich in dieser Ausstellung, wer wen beobachtet. Im Café Marnin ist es der Künstler und Arzt Jürg Stamm, der die Leute aus dem Publikum sorgfältig analysiert. In der Prattler Ausstellung öffnet sich der Künstler mit seinen Werken im Publikum. Es ist beeindruckend, wie in dem Fall die langjährige, verantwortungsvolle Tätigkeit als Arzt mit künstlerischem Schaffen verbunden wird.